Diesmal ist es allerdings ein Cheat Game. Das andere kommt dann auch noch nach, also ohne Cheaten. Dann ist alles wieder perfekt. Ich habe jetzt mal so ein paar grundlegende Dinge gecheatet, also jetzt zum Beispiel nicht, dass wir Instant-Krieger klären können, oder dass die Instant irgendwas annehmen. Also sowas natürlich nicht, das wäre ja langweilig, oder? Das wäre ja auch langweilig. Außerdem brauche ich. Oh, das habe ich doch gemacht. nein, das nehmen wir wieder raus. Das war jetzt ein Fehler meinerseits. Hoffe, das hier ist kein Problem. Aber eins habe ich da noch vergessen. So. Denn wir wollen ja auch ordentlich was fertig bekommen. Ne? Wirtschaft und so muss ja gesteigert werden. Leute sind da noch nicht. Aus Preußen wird nicht vergessen. So. Angefangen. Also das wird easy und schnell gehen. Research All ist auch da. Wenn das Öl auch nicht flöten geht. Und Schiffe werden wir auch haben. Sau. Militärfabriken kommen hier hin. Wie viel wird das hier? Dann machen wir hier dann davon. Irgendwas bauen ja hier Festival. Gucken wir uns hier einmal rum. Ah, die erste Folge ist immer noch. Aber es muss halt. Ich meine, gewinnen wird man so oder so jetzt. Ja klar. So, das sollte erstmal reichen. Das brauchen wir nicht mehr. Das auch nicht erstmal. So, erstmal hier wieder alles aufstocken. Leichte Panzer werden nur noch zu schweren Panzern. Schwer, 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 schwer. Schwerer Panzer 3. Motorisiert kann ruhig bleiben. Und die ganzen Schiffe hier, die. Brauchen wir nicht. Taktische Bomber. Taktische Düsenbomber. Warum gibt es einfach mal so viele Flugzeuge? Oder war das? Ach, ich weiß nicht. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Wir nehmen auf jeden Fall Deutschland, wie man sieht. Ja, nein, ich weiß nicht, ich weiß. Wo war ich jetzt? Ne, warte, Luftbahnunterstützung da. Luftbahnunterstützung 3. Jäger werden Düsenjäger. Ich brauche jetzt schon schwere Artillerie 3. Dann brauche ich überschwere Panzer und überschwere Artillerie. Leider kann man das, glaube ich, gar nicht mehr nach oben stupsen. Produktion, Produktion, dann lassen wir erstmal vorlaufen. Produktion, 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 Produktion. Was fehlt mir denn so an Material? Schweden. Schweden lassen wir weg. Nehmen wir lieber Portugal. Ja, das ist alles scheiße hier, das brauche ich nicht. Ich brauche Panzerdivision, was brauche ich denn dafür? Ich brauche dafür leichte Panzer, ne? Ja, toll, da ich die da nochmal. So. Plus Divisionsdesigner da. Ah, kann man das sogar noch an. Was finde ich hier cool, das habe ich noch nicht gesehen. Keine. Leer.
Schwere selbst, fauler Fette, das wäre gut. Schwere selbst, fauler Fette und über schwere selbst, fauler Fette. Machen wir einfach wieder eine schwere. Wir tauschen das lieber doch alles um gegen überschwere. Da muss ich nämlich auch keinen schweren gibt es hier auch nur noch überschwere Panzer. D-D-D, schwer, 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 überschwere Panzer. Schwere Selbstfallerfette, Piperblub und Stück hinter der. Das darf definitiv höchstens 500 kosten. Fernmeldekampagne, Logistik, Wartung, Aufklärung und Pioniere, würde ich sagen. So. Kann so bleiben. Und das wird auch nicht neue Division heißen. Es wird, A minus P minus T heißen. APTs. Oh, die sind scheiße, also nehmen wir lieber Speichern. Und die lassen wir auch noch bauen. 1, 2, davon immer nur 3, 3, 3. Erstmal überall nur 3 fahren. So, ja, jetzt warte ich euch erstmal hier. Wir sind das erstmal hier. 30. Doof. Gehen nicht nur 24. Dann kriegt ihr einfach den von Mannheim. Kriegt ihr einfach eins von. Das ist doof. Da kriegt ihr einfach viel, viel drauf und Bock. So, jetzt nehmen wir uns erstmal die motorisierten und Panzereinheiten raus. Welche sind jetzt nicht drin? Das wären dann die drei und der Schiff. Die gehen mit darüber. Gehen die Sternwarte noch so mit. Dann gibt es halt zwei, die. Das hat euch zwar die darüber. Du, ihr kriegt einfach mal den Erwin. Und ihr kriegt Maximilian von Weiß. Kurt Studenzler. Den Herrn Kurt. Bin für Arbeiter, blablabla. Das interessiert mich nicht. Friedensversprechen ist scheiße. Was bringt das denn? Wir leben in gefährlichen Zeiten und dürfen nicht zulassen, dass abweichende Stimmungen in unser Land zerreißen. Wir müssen die Pressefreiheit einschränken, um sicherzustellen, dass die Wahrheit laut und deutlich gehört wird. Perfekt. Regionsweite industrielle Integration. Aha, das könnte auch noch was bringen. Metro-Wechsel. Und zwar hier. Habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, aber machen wir einfach. Die demokratische Ratsdemokratische Stabilität. Wo war nochmal die Stabilität? Das ist doof, nein. So, freie Schuss werfen. Kann ich jetzt noch nicht helfen. Jedenfalls, nein. Nein, das geht auch noch nicht. Wissen noch nicht, der nächste Tag. Na, heißt das jetzt erstmal und dann wird so lange das Haus.
Was wieder Luft sind hier Handelsgefahr. Sandstorm raus kann man immer gebrauchen. Nicht genügend. Fehlt immer noch was. Dann nehmen wir einfach die Türkei passt. Griechenland will ich übernehmen. Also habe ich jetzt die Rheinland-Besetzung. Ach so, und der hat ja schon die ganze Zeit, ne? Sammle ich mir hier mal so ein paar Trüppchen. Das geht anscheinend nicht. Alles gut. Ihr zwei geht einfach noch da oben. Da. Und schnellstes Booster. Ich erfülle den Portanfrage, ja, Türkei. Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Perfekt. Reicht Stein überfahren. Reicht Stein. Stein wieder. Und reicht dann nochmal dahin. Kriegsziel rechtfertigen, erobern, was nehmen wir denn? Was ist denn der? Na, Friesland. Was heißt, wir nehmen einfach Deutschland, so passt es. So, wann habe ich Krieg? Lieber Blub. 6. September 36. Los. Ah, ich kann ja nicht weiterlaufen. So, euch Schiffchen, was ich hier kann. Ich lasse sie erstmal zusammenfahren. Ab, schick aus. So, was kann man denn grundsätzlich dazu sagen? Nichts Besonderes. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ich kann hier unten schon mal aufsteigen und dann heißt es nicht so. Ich spiele das eigentlich sehr, sehr gerne. Und deswegen weiß ich, dass eine Infanteriedivision von mir, also von den Deutschen hier, Zweiten Weltkrieg, zumindest in diesem Spiel, gegen drei von den Polnischen auf jeden Fall ankommt. Also, das ist kein Problem. Also, passt das. Was habe ich hier? Kampfgeschwader, alles rüber nach Benelux. Was ist das hier? Deutschreich eigentlich hinter Punkt, Punkt, Punkt. Anscheinend. Aha. Was ist das hier? Transportgeschwader, das war nicht. Wie weit kann das fliegen? Dann fliegt mir das einfach nach Westdeutschland und ihr habt eine Reichweite wie sonst was. Also ihr fliegt so lange auch nach Benelux. Ihr fliegt mir einfach nach Norddeutschland und auch nach Benelux und ihr bleibt in Westpolen stationiert und fliegt dort, falls attackiert werden muss. So, mit den paar Millionen man da nicht anfangen. So ist gut. Wann sind die ersten hier fertig? Die ersten APCs sind wichtig. 20. Juli. Ne, Juli. Achso, ne, doch, 20. Juli. Ich kann heute nicht mehr lesen, ich bin doof. Oh, und Paratrooper ist eigentlich vergessen. Die sind sehr, sehr wichtig. Vor allem um Frankreich dann später. Den 4-Jahresplan. Was habe ich mir hier? Nehmen wir Großbauernwirtschaft. Warte, was war nochmal der Westwall? War das nicht da unten? Ah, nee, das ist egal. Okay. Rest Deutschland
Moseland und Wimpernwaldstadt angeguckt. Ich dachte jetzt, es gibt Festungen und Frankreich, das wäre dann ja auch irgendwie doof hier. Wo ist Normandie hier schön so befestigen? Hier die Havel und Frankreich. Was ist in der Stadt? Provinz Normandie. So, XP. XP. Also mehr als 500 geht sowieso nicht, aber ich kann ja dann so lange schon mal. Die Schiffchen hier aufwerten. XP. Innenburg-Klasse Schlachtschiff. Ja, das ist ein tolles Schiff, das weiß ich. Die B muss ich. Das ist die B-Variante. Jetzt ist es auf einmal die C-Variante. Das nehmen wir jetzt aber K-Variante, Winkelkartoffel, ja, gibt's den, ne? Kostet 120, das ist schon ein bisschen teuer, aber die K-Variante. Das ist die K, die da ist. B und A. So. Produzieren lasse ich jetzt noch nicht. Das geht noch nicht so gut. Wäre auch irgendwie doof. Da sieht man langsam einen Fortschritt. Krieg, blablabla, alles supidopi. Ja, was soll ich sonst noch so sagen? Jetzt gucken, dass der Typ hier und der Typ hier nicht dem hilft. Das wäre doof. Jetzt muss ich das Ganze nicht anders machen. Dann muss ich hier unten noch wieder was bauen. Und hier und was ich nicht wahr lassen. Nee, warte. Oh, habe ich die unten noch nicht? Ja, hab ich noch nicht. Benelux. West. Das muss ich später werden. Luxemburg könnte ich eigentlich. Ne, erstmal das letzte. Erstmal hier das fette Zeug. So, was kriegt man denn nochmal? Da kriegt man Stahl. Blablabla. Zweiter Blauf und und hier kriegt man dann Aluminium. Wo war das noch? Ich glaube, das war's. Die Lande. Achso. Und hier unten kriegt man halt das übliche, aber das will ich gar nicht übernehmen. Das sind die Leute stehen. Ah ja, da sind doch schon mal meine ersten. Das ist hier der Rommel. Das ist der Rommel, dann wird das ja mit. Spanische Bürgerkrieg, so. Stopp. Armee Rommel. So wie das heißt, nur das wird doch nicht lila, das wird kann ja auch neu zeichnen, das wusste ich also gar nicht. März wäre doof, ne? Ich dachte einfach, das sieht so am besten aus. Rot machen wir, aber ganz knallrot. Und dann wird das hier noch ein bisschen dunkler und sieht das auch richtig schick aus. Ne? Perfekt, kann so bleiben. Und ihr drei Kaulquappen, ja, der kann ruhig so bleiben. Brauche ich hierfür oder noch so anderes, dass ich, dann wird das ja halt der. Ist das halt ein Sniper. Euch schicke ich mich schon mal nach hier. Ich weiß jetzt zwar nicht, was der macht, aber Italien sollte am besten nicht kaputt gehen. Ah, das ist gut, das kann ich gut machen. So, Friedensversprechen. Hier und zwar alte industrielle Integration, kann man so machen. Dann sollte das auch jetzt mal beginnen. Teilmobil machen wird bald.
Generalmobil machen ist gut. Ja, ich bin gut, was? Mit 80% kriegst du. Ui. Sie wollen die was gehen, Leute. Das hat hier begrenzt, kann ruhig bleiben. Ich hätte am liebsten das machen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wer. So, nehmen wir das. Deckgröße, Feuerkraft, schauen. Das. Und hier können wir auch noch was machen. So, jetzt kommt das gut. Armeeerfahrung täglich. Viele Kriegsführung. Jetzt bin ich gegen meinen Tisch gestoßen. Blitzkrieg. Scheiße. So, und das war's dann auch wieder erstmal mit der ersten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.